Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tiny Tina's Wonderlands. Ich wollte gerade Borderlands sagen. Und ich habe gerade so ein bisschen das Inventar durchgestöbert. Und habe dabei gesehen, dass wir auch eine Shotgun haben. Welche ich mal hier ausrüsten werde. Haben wir ein Schild und... bisschen Salz reinrieseln. Naja, wir müssen nach Prachthof, um dort zum Helden zu werden. Oberwelt. Okay. Jetzt beginnt das Spiel. Natürlich. Willkommen in der Oberwelt. Du befindest dich nun auf Tinas lebensechtem Rollenspielplan voller neuer Bereiche, Aktivitäten, Quests und gefährlicher Kämpfe. Während du versuchst, heroisch den Dragon Lord zu besiegen, solltest du dich auch überall gut umsehen. Du wirst Erfahrung und mächtige Ausrüstung brauchen, um für die kommenden Herausforderungen gewappnet zu sein. Dein Weg mag manchmal versperrt sein, doch du kannst in den Wonderlands freundliche Personen kennenlernen, die dir auf deiner Reise helfen können. Lol. Okay, man sammelt das nicht automatisch ein. Hohes Gras, sind wir jetzt hier bei Pokémon oder was? Zufallsbegegnung, man weiß nie, was im hohen Gras lauert. Ja, Pokémon vielleicht. Hüte dich vor den Feinden in der Oberwelt. Sobald du einen berührst, startest du einen Kampf. Wenn du in Zufallskämpfen siegst, erhältst du EP und fantastische Beute. Bereit machen zum Kampf. Das ist echt wie Pokémon. Hey. Au, 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 au. Ins Jenseits. Die Waffe ist einfach tausendmal besser. Wiederholen. Dann nach links. Nein, nach rechts. Ja, das sollte klappen. Das war der neue Zauber. Ich werde, glaube ich, auch mal den... Ah ja. Genau, den Zauber wieder nehmen. Sniper.
Ja, Sniper. Von Black Powder. Ganz ehrlich, scheiß auf die Shotgun. Jo, Bolzengewehr. Ja, ist das geil. Oh, ich mag das. Axt, bräune ich. Was ist das so? Hydra. Ach, das war der Zauberabklingzeit. Ah, das nehme ich. Hätte mehr Schaden. Ich nehme es mit. Haben wir hier noch etwas anderes? Oh. Das war ein Säurefass. Schockfass. Naja. Ich bin immer noch fasziniert von dieser Welt. Na, da geht's nicht rein. Okay, und tschüss. Oh. Na gut. Dann hat die langweilige Art. Ich habe überall auf der Oberwelt Abkürzungen für euch platziert. Ihr müsst einfach nur draufhauen. Das heißt, jetzt kann ich auch. Genau. Haufenweise Zaster. Ja. Annehmen. Der Schrein hinter meinem gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine tolle Belohnung. Aus Gold. Ich habe bereits ein Teil gefunden und ich weiß, wo noch eins ist. Rein da. Scheiß auf den Typen, der labert. Au! Man weiß nie, wer eigentlich irgendwann den Leben montiert. Es ist meist die Person, von der du am wenigsten rechnest. Du im übertragenen Sinne, nicht du persönlich. Dein Rücken ist bestimmt nicht in Gefahr. Was für eine Sammlung. So. Ah, Finsternisschaden oder sowas. Da. Was das hier ist, weiß ich nicht ganz. Komm her! Mein Schild ist weg. Kampf bestanden. Sehr gut.
Loot. Ich will noch wissen, was das hier ist. Ah, ein Sprungfeld. Ach, das ist ein Schadensverstärker oder was? Normaler Schaden und so macht er dann Frostschaden. Ah, sehr geil. Und runter hier. Sieht so böse aus. Naja, her mit meiner Kiste. Shotgun und ein Magiebuch. Also mit den Shotguns bin ich noch nicht ganz so warm geworden. Ah, jetzt bin ich hier unten. Hier hängt einfach ein Notizzettel. Gesperrt. Komm ja nicht durch. Ran mit dem Geld. Oh nein, Gegner. Kann ich mal die Shotgun ausprobieren? Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Bleibt der jetzt liegen? Ja. Oh, Bäder-Skelett. Da muss ich doch wohl mal auf. Das Ding wieder umschalten. Und... Oh. Macht aber ordentlich Schaden, wenn der da drin ist. Selbstzaubernd. Ach so, Miraculum. Siegel, kann man ja mal ausprobieren. Ah, damit erschaffe ich dort, wo ich bin, so eine Aura. Ich hätte aber gerne wieder... Sowas. Swift. Mehr Schaden nehme ich. Jetzt habe ich ein Schwert.
Ah, Geld. Jo, in allen Punkten besser, nehme ich. Feuern und vergessen. Naja, ich mag lieber die Zauber, die rumfliegen. Genau die. Okay, damit komme ich jetzt oben raus oder ich komme in der Höhle wieder raus. Kampf beginnt. Was ist das? Aua. Das wird niemals langweilig. Ich werde dich töten, entweinen und einen Poncho tragen. Oh. Niemand trägt mich wie einen Poncho. Eis? Eis. Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Hier wird so viel gelabert, hier brauche ich fast selber nichts mehr sagen. Ach, das sind hier solche Wirbelsäulen, Fackeln. Nein, das war die nicht. Ja, man kriegt sogar wieder fette Beute. Einfach mitnehmen. Komme ich jetzt oben raus? Hoffentlich. Ja. Man kann da runter. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Tor der Königin. Haufenweise Geld. Du erspähst ein Schreinteil. Ja, das könnte ich mir auch schon vorstellen. Das kann ich noch nicht. Hallo, Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Diese edle, stolze Brücke vor dir würde dir den Übertritt gewähren, gäbest du ihr einen kleinen Schuss. Ja, komme ich noch nicht ran. Und hier muss ich anscheinend hin. In dem Verlies da drüben könnte eventuell ein Schweinteil sein. Oh, zerfetzte Gegner im Nahkampf. Gerne. Und ich glaube, ich werde die Folgen eine halbe Stunde lang machen. Jetzt geh da rein und sichere den Ort. Auch wenn dich das an den Rand des Todes bringt und absolut verwundbar macht. Mit jedem Heldenstück dein Skelett, das freigelegt wird.
für den Bond. Sei auf ewig verflucht. Doch, ich hatte genau verstanden. Sie haben gesagt, ich könnte auf einer Spinne reiten. Ganz ehrlich, 20 Minuten ist viel zu kurz für dieses Spiel. Von wo kommt die Säure? Kommt an. Das sollte reichen. Körper der Wissenschaft. Ist das das hier? Ich würde du wirst jetzt erstmal zu so einer Polymorph-Pferd. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Drei Minus. Falle? Keine Ahnung. Ich finde es schön, dass der das sagt. Damit kann ich mich ein bisschen mehr auf den Kampf konzentrieren. Ganz ehrlich, scheiß auf die Sniper. Den habe ich gerade mit X markiert, glaube. Kampf abgeschlossen und hier ist ein blauer Zauber, der aber nicht stark ist. Oh, hier komme ich nicht durch, also muss ich außen rum. Meine Kiste. Ui. Weniger Schaden, aber ich kann. Hab Erzenmagier mit dem Nahkampfangriffe. Meine Zauberabklingzeit reduzieren. Tja. Mitnehmen kann ich es aber auch nicht. Ach komm. Oh, nächste Gebiet. Auch schön. Das wäre also erledigt. Hey. Magische Geschosse! Hier ist wohl jetzt keiner mehr. Und doch hier. Sei verflucht! Sei auf ewig verflucht! Niemand hält! 8 Sekunden, verlangsamt Feinde. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Zauber sind geladen. Keine Magie mehr übrig. Hast du nicht drauf?
Das macht mich ja nur langsamer. Keine Ahnung, ob es sich auch auf Geschosse auswirkt. Konnte ich das jetzt nicht benutzen, oder was? Doch, wenn Fall entziehen, Schüsse 30% Schutz für 20% Waffenschaden. Ist doch voll. Eine MP. Naja. Schreinteil in der Nähe. Yay. Umbringen, oder? 100 pro. Was, Schätzchen? Er heißt buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur ein Das glaube ich auch. Reiner Zufall. Wenn du ihren Schrein wiederherstellst, wird dich Monete zweifellos mit fabulösem Reichtum bedecken. Monete. Sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Ja. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Benutzen. Monete, die Schutzheilige des Bargeldes ist deinen Täschchen und Geldbeutelchen gewogen. Ah. Sehr schön. Haben wir jetzt ein bisschen Geld bekommen. Schade, ich dachte, hier kommt mal noch jemand. Brighthoof und Snoring Valley. Naja, aber bevor ich durch das Tor der Königin gehe, werde ich an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde auch wahrscheinlich jetzt eine kleine Pause einlegen. Und ja, mir macht das Spiel riesig Spaß. Ich werde schauen, dass ich so viel wie möglich davon zeigen kann, auch wenn ich keinen Plan habe, wie viel das wird. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss.